So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2011. Ja, der letzte Part war sehr emotionsvoll, so muss man das sagen. Und leider habe ich auch gegen diesen Redlay-Typen hier verloren und das versuche ich in diesem Part mehr oder weniger zu bereinigen. Und ich bin Zweiter, das ist schlecht. Naja, nun gut, dieser besitzt ein Kristallungeheuer-Deck, welches ich nicht so gern mag, so Kristallungeheuer. Nee, ich mag die Monster zwar an sich so, ne, weil Kristall, ich mag das Deck ja, mehr oder weniger, aber so an sich, also nicht gut. Naja, hier, erstmal so, dann so, dann so, und dann Bernstein-Mammut geht weg. Und ist in der Zauber- und Feuerkartenzone. Ja, okay, so kann ich das lassen. Ich beende meinen Zug und guck, was dieser Redlay-Typ jetzt alles tun wird. Aber so ein Kristallungeheuer-Deck darf man ja nicht unterschätzen, weil wegen, ja, zum Beispiel Antike Stadt, Regenbogenruine. Diese Karte erhält diese Effekte basierend auf der Anzahl Kristallungeheuer-Karte. Eigentlich diese Karte kann nicht durch den Effekt einer Karte zerstört werden. Zwar einmal pro Spielzug kannst du den Kampfstand halbieren. So. Ja, sorry, ne? Ja, Digga, tut mir voll leid, ey. Tut mir voll leid, dass ich deine Träume und so weiter zerstört. Tut mir echt leid. Naja, komm. Ich bin dran. Ich ziehe. Als erstes aktiviere ich die Zauberkarte Wellenbewegungskanone. Warte mal. Ja. 1-6. Warte mal, wenn ich das jetzt beschwöre, wenn diese Karte das Tribut beschwören wird, zerstöre ein Monster auf dem Spielfeld. Ist das ein Muss oder? Wisst ihr was, ich mache jetzt am besten eine Safe State, um das mal herauszufinden. Bis gleich. So, Safe State gemacht und ich muss das manuell machen, sonst geht Camtasia von alleine aus und das fände ich nicht so schön, nicht so prickelnd. Der Effekt wird aktiviert. Okay, anscheinend muss ich das machen. Okay, fail. Das darf man nicht im Let's Play machen. Sowas bis. So, meine Freunde, wieder da. Ich würde sagen, Battle-Phase und. Boom! So, 1-1. Ich würde sagen, ich spende meinen Zug. Okay, du bist dran. So, Kristallungeheuer Bernstein-Mammut. Noch so ein Bernstein-Typ da. Ja, Bernstein-Dinger. Die Stars Ananas. So, hier 600. 7-4 haben wir nur noch. Okay, wenn er so seinen Zug beendet. Ja, ne. Karte. Nichts gut. Okay, ich bin dran. Ich ziehe. Machen wir das so. Dann würde ich sagen: Monster-Reinkarnation. Ein Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, kann den nicht angreifen. Das Spiel, der. Sollen wir die Karte lassen oder lieber nicht? Oder doch lieber Zarborg. Monarch des Donners. Komm hier, ich entscheiden muss. Komm, weg damit. Und Deskoala kommt jetzt auf meine Hand. So, und du bist dran. Gut, wir haben jetzt schon 3 Minuten 50 aufgenommen. Also ich, nicht ihr, ich habe 3 Minuten 50 aufgenommen. Kristallungeheuer mit Testkarte, ja. Das Monster kann direkt angreifen, das ist ein Problem. Das Monster kann direkt angreifen, dann wird das halbiert und so, bla 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 halt, ne. Dein Gegner hat den Kampf aktiviert. Nee, möchte ich nicht. Der Effekt wird aktiviert, du verlierst jetzt. 1, 2, perfekt. So, das kann jetzt direkt angreifen, das ist aber kein Problem. Also kein Problem für mich, ne? So, 4000. Hätte ich die Karte gelassen und... Ah, scheiß drauf, komm. Ich bin dran. Ich ziehe. Gut, als erstes. Das hier weg. Und hallo. Zarborg, Monarch des Donners. So, hier weg mit Bernstein-Armut und reißender Tribut. Aua. Warte mal, die müssen noch alle in die Zauber- und Fallenkarte-Zone. Ach du Schande. Was ist der Endeffekt dieser Karte? Ich
kannst einfach sagen, dass du kontrollierst auf den Friedhof legen, um die aktuellen Zombies. Amokus Spielzug während deiner Main Phase kannst du eine Karte ziehen. Amokus Spielzug, Kristallung, eine Karte, Spezialbeschwörer. Warte, 4 kann mir zum Problem werden. Ne, 3 kann mir. Oh, das ist schlecht. Ja, okay, Wellenbewegungskanone kann ich jetzt also noch nicht. Ja. Okay. Da muss ich das wohl anders machen. Da muss ich das auf manuellem Wege irgendwie zustande bringen. Was ist das? Harmon, Herr des tosenden Donners. WTF. Diese Karte kann ich jetzt nochmal beschwören. Ja? Diese Karte kann ich. Ach du Scheiße. Indem du 3 offene permanente Zauberkarten von deinem Spielplatz auf Friedhof legst, wenn diese Karte ein Gegner des Monsters als Ergebnis 1 kommt, zerstören. Tausend zu. Okay, kein anderes hier. Boah, was ist das? Alter, ja, Effekt, ja klar, Effekt aktivieren, was denkst du denn? So bin ich dran. Krasse Sache, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so ein Typ, so ein Dings da in seinem Deck besitzt, aber nun gut. Wir haben im nächsten Zug gewonnen, wenn alles glatt läuft. So, erstmal den Effekt aktivieren auf das hier. Na, diese Karte kann nicht durch den Effekt einer Karte zerstört werden. Ja, okay, ist kein Problem. So, hier drauf. So, 800. Wären das jetzt... Ah, scheiße. Wäre das jetzt ein bisschen mehr... Hätte ich Effekt aktivieren können und dann hätte ich schon in dem DM-Zug können. Ja, können. Genau so. Okay, was machst du jetzt? Battle-Phase. Bist doch voll die Verarsche. Ach du Scheiße, was jetzt? Ich will hier 1000. Oh, bitte, lass das nichts Böses sein. Keine andere Wahl. Ich muss es aktivieren. Und somit haben wir das Duell gewonnen. Yay! Obwohl er so ein Monster mit 4000 ATK hat. Boah, krasse Sache. Muss schon sagen, krasse Sache. Nee, das Duell will ich jetzt nicht speichern. Und gucken wir mal. Uff, wie konnte ich nur gegen dich verlieren? Das ist dann wohl ein Unentschieden. So kannst du das nicht sagen, ne? Gut, als nächstes ich will mal kurz speichern gehen. Speichern ist ein Muss. Speichern ist echt ein Muss. Ohne Speichern kann man das Spiel hier nicht gewinnen. Ich glaube mir, das wäre endlos lange. Das ging echt endlos lange, wenn man das Spiel nicht speichern würde. Und Save States... Also ich mache das parallel. Ich benutze Save States und den normalen Speichervorgang. Doppelt hält besser. Ne? Ja. Ob man das diese Redewendung dann da anwenden kann, ist aber eine andere Sache. Du mieses Kleines, denk nicht, dass du hier irgendwann... keine Ahnung, was er gesagt hat. Scheiß drauf. Matt. Ich wurde von Malcolm aufgehalten, aber ich habe ihn fertig gemacht. Hauen wir ab. Ist das Blister? Ne, wer ist das? Lofton. Ich habe euch alle hier noch nie gesehen. Ihr seht nicht aus, als gehört ihr zur Rattling-Gruppe. Aber wenn ihr keine Verbündeten seid, seid ihr Gegner. Ich mache euch zusammen. Fertig. Los! Sieht aus, als müssen wir erstmal diesen Typen hier erledigen. Hilf mir, Matt. Das wird dann wohl ein, hier. Mehr oder weniger ein Duell zu zweit, ne? Der fängt mit 10k an. WTF? Willst du mich verarschen? 10k? Ist das nicht ein bisschen viel? Komm, wieso macht der das? Was ist das? Wieso funktioniert das nicht? Ich drück da die ganze Zeit drauf, das funktioniert nicht. Naja. 10k. Am besten wäre es, wenn ich angefangen hätte, dann würde ich Wellenbewegungskanone aktivieren. Füge deinen Gegner. Kannst du die Life Hands gehen? Du kannst die Karte nicht aktivieren. Okay. 1000 Lebenspunkte. Oh mein Gott, das ist viel zu katastrophendick. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, was ist das für ein hässliches Deck? Ich glaube, ich spinne. Was ist das für ein Deck? Schon im ersten Zug so viel abge... Übertreib doch nicht gleich die Lage. Diese Karte nur, indem du 2 Karten von sagen den Gegner mehr als 3000 Life Points hat, füge deinem Gegner 2000 Schaden. Boah, nee, das ist mit. Boah, nee.
Wir haben nicht mal angefangen und wir haben nur noch 3800 Lebenspunkte. Das kann ja irgendwie schlecht funktionieren, ne? Okay, jetzt denkt Kellen nach. Dum, 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 dum. Setz Bodenlose ein. Okay. So, jetzt ist der dran. Ach du Schande. Vulkanische. Diese Karte kann nicht als normal beschworen werden oder gesehen. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung von der Hand. Indem du einmal. Falls du diese Karte spezial. Einmal pro Spiel zu kann ein anderer kann den Kontrast auf dem Friedhof legen und deinen Tenator während deiner Endphase bei einer. Ja, was das für Katastrophe-Karte. Ich fühle mich schon jetzt etwas verarscht, ne, wenn ich sowas sehe, aber was soll man machen? Gut, wir fangen so an. Wellenbewegungskanone aktivieren. Ja, wie soll man da gewinnen? Jetzt mal ganz ehrlich. Was kann ich aktivieren? Das kann. Nee, will ich nicht aktivieren. So. Battle Phase. Als erstes machen wir das so. Attacke. Discord. Ich hab's gewusst. Wir haben nur noch eins. Ja. So, 2-5 direkt und dann Main Phase 2. Ja, wie soll man. So, Katastrophe, ey. Okay, was willst du als nächstes machen, ne? Hast du noch so einen hässlichen Deskoan auf deiner Hand? Ja, kann ich mir sogar vorstellen. Also, wir müssen definitiv so schnell es geht, Dings einsetzen, Wellenbewegungskanone, weil das ist die einzige Karte, die uns mehr oder weniger den Arsch retten kann. Okay, Zauberfallenkarte, Zone ist voll. Hast du gut gemacht, Kellen. Muss schon sagen, machst du echt gut. Okay, der hat nur noch 4-5. Hey, beschwör doch ein Monster und greif an. Alter, greif doch mal an. Ich dachte schon, was ist los mit dem Typen? Hat er irgendwas zu sich genommen oder so, ne? Kann ja sein, man weiß ja nie, ne? Okay, komm, greifst du an. Ja, komm, machst du. So. Und, gibt's doch nicht. Perfekt, perfekt. Wetten, der hat so hässliche Karten jetzt auf der Hand. So richtig hässliche Karten, die uns nichts bringen. Also, die für uns inakzeptabel sind. Ey, was macht der Typ da? Ey, was macht Kellen da? Hat der sie noch alle? Bist du zwei Karten ablege? Ja, was kommt jetzt? Nicht. Kellen, du machst mich noch fertig. Ja, nee, ist klar. Irgendwie fühle ich mich jetzt schon ein bisschen verarscht, ne? Na Leute, wisst ihr was? Bis zum nächsten Part. Ist doch hier irgendwie, ne? Ciao.